Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Max Plays Seven Kingdom Ancient Adversaries. Genau, in der heutigen Folge starten wir mit Mission 21. Seven Forts for Seven Generals. Jetzt muss ich mal ein bisschen das Kabel zurechtlegen, länger nicht aufgenommen. Ja, wir beginnen dieses Szenario mit sieben Generälen. Alle mit den ursprünglichen sieben Nationalitäten, also Chinesen, Wikinger, Normanne, Griechen, Japaner, Maya und Perser. Und ja, die haben alle 100 Kampfskill und 100 Leadership, also Führungskraft. Und unser Ziel ist es, einen Totalscore, also eine Gesamtwertung von 1000 zu erreichen. Wahrscheinlich bevor es die anderen Königreich erreichen. Ja, wir können das oben angucken und ja. Reminder of your goal will be displayed in the bottom section. Okay, ja, da wird nochmal erzählt, was wir machen. Ja, ansonsten nicht viel da erzählt dazu. Ich denke, wir gucken uns das mal an und machen gleich erstmal eine Pause, dass wir sehen, wo wir sind. Okay, wir haben zusätzlich noch einen König, die sieben Generäle, die alle nicht ganz so loyal sind. Den muss ich vielleicht gleich mal Geld geben. Und ansonsten ist die Welt schon ganz schön krass aufgeteilt, sehe ich hier, ne? Was sind denn noch freie Dörfer? Hier haben wir eins, da sind 1000 verschiedene Nationalitäten. Hier sind zwei, das sieht gut aus. Das sind drei Perser. Hier sind bei beiden Mayas, das ist ein bisschen ein Problem. Aber wir haben mit dem König die Möglichkeit, alles Mögliche zu bauen, während der Rest kann nur Forts bauen. So, jetzt ist die Frage, 34 Leute, ich möchte mich nicht gleich mit anderen Leuten streiten um ein Dorf fallen, weil das ja eh alles mit 1000, mit dem könnten wir uns maximal streiten, aber da wird er dann auch angreifen. Das wäre aber schön nah dran an uns, das hätte den Vorteil. Ansonsten, das sind überall Mayas, ne, das ist, aber egal, wir können ja den... Das sind hier Mayas und Griechen. Da schicken wir den Maya-Typen dahin und den Griechen dahin. Hier oben haben wir Mayas und Normannen. Da schicken wir den, ja, den Normannen und den König schicken wir erstmal mit hier runter. Hier haben wir Griechen und Perser. Da schicken wir den Perser-Typen dahin. Wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir noch Wikinger, Chinesen und Japaner. Die, tja. Ja, Chinesen, Japaner. Können wir die Wikinger und den Chinesen... Schicken wir mal dahin. Also wir bauen dann jeweils ein Fort und versuchen dort das einzunehmen. Gucken wir mal jetzt langsam mit der 1. Wer steht noch? Der Chinese. Ja, puh. Du kommst einfach mit hier, du wirst... Ganz normaler Typen. Ganz normaler Typi. Den Leuten gebe ich mal ein bisschen Geld. Dass sie alle uns weiter folgen. Der wird zum Soldaten, kriegt trotzdem jetzt erstmal Geld. Gut. Die Vierer Geschwindigkeit hat sich ja immer als gut bewährt. Der König, der wird jetzt unser Bautyp. Also beziehungsweise könnten wir auch gleich einfach mal ein Innen mit ihm bauen. Zu gucken, ob wir da noch andere nette Leute, also einen Bautypen zum Beispiel, direkt engagieren können. Tribut werden wir nicht zahlen. Ich will keine... Hier, die Diplomacy. Mal was versuchen. Okay. Oh Gott, wir haben ein Problem. Wir haben die alle nicht auf friedlich gestellt. Müssen wir mal gucken, dass wir die auch jetzt alle, dass alle trotzdem an den Ort ankommen, wo sie sollen. Wo ist unser König eigentlich? Warum baust du kein Fort, wenn wir es hier sagen? Der König ist hier. Du baust hier ein Fort. Das wird eine super Mission, das sehe ich jetzt schon. Das
Destruction. Perfekt. Ja, du gehst einfach mal hier und versuchst das hochzuoperieren, während er die ganze Zeit einschlägt. Mal gucken, ob das klappt. Und der Perso sollte hier bauen. Ceasefire finde ich gut. Sehen, wie lange er das beibehält. Auch gerne. Du solltest hier einen Forschungsturm bauen. Gut, er hat jetzt aufgehört, das heißt, du könntest auch einen Forschungsturm bauen. Und wenn wir dann die Forschungsturme haben, dann machen wir das an den Dörfern auch. Ja, cool. Und du? Ja, du bist ein Spion. Ganz interessant. Oh, auch wieder so mit 1000 Nationalitäten. Ballista. Sehr gut. Dann kriegen wir nämlich dieses Dorf hier relativ schnell. Und hier das hoffentlich auch, weil hier gibt es zwei, genau, nur zwei Völker. So, jetzt gucken wir mal, mit wem sind wir noch im Krieg? Mit dir und mit dir. Hier versuchen wir nochmal noch ein bisschen diplomatisch einzuwirken. Rejects. Okay, meinetwegen. Dann halt nicht. Oh Gott, hier ist vieles. Der hat uns betrayed. Okay. Krass. Die geht's aber gut, ja. Den anderen geht's allen gut. Weiß ich schon, wie sie das gemacht haben. Naja, man kann nicht immer alles erkunden. Immer aufpassen, dass man jetzt keine. Nur so kann das sein, dass sie dann einen Typen in die Festung mit eingeschleust haben, der dann feindlich drauf war. Hulk Ordo. Ordos sind die, heißen immer dann die Generäle von den Frightens. Ja gut, tja, was ist die Taktik? Entweder gehen wir allen Problemen, allen kriegerischen Sachen aus dem Weg und versuchen über reine Bevölkerungswachstum das zu gewinnen, oder guck mal, jetzt wird er doch reine Bevölkerungswachstum und kein Krieg und so weiter. Wirtschaft wäre natürlich auch mal interessant, aber da ist die große Frage, kriegen wir große Wirtschaftspunkte, ohne dass wir eine Mine haben, ja? Also die Wirtschaft kommt dann nur aus dem Fakt, dass wir falscher Knopf. Aber die geht trotzdem zurück, auch ohne Fort. Interessant. Muss ich dann neu bauen später. Kriegen wir trotzdem eine Wirtschaftswertung nur über viel Bevölkerung? Das ist dann noch die große Frage. Finden wir raus. Wenn ich jetzt angucke, Ranking. Natürlich sind wir 7 und haben jetzt gerade mal 80 Punkte oder 56. Dann haben wir ja deutlich mehr noch. Mal schauen, wie wir das machen. Ja, und jetzt wird es auch auf, runter zu gehen. Das war nicht sehr smart, das Fort abzureißen. War ja auch ein Missklick. So. Kümmert er sich darum, dass hier der Baufuzzi, dass hier das immer wieder alles ein bisschen repariert wird. Den können wir dann so nach und nach wieder rumschicken. Ja, am Anfang passiert noch nicht so viel. Das sieht aber schon mal gut aus hier. Die Frage, ob wir gleich Soldaten ausbilden oder wie wir das machen, weil Geld ist dann auch so ein Problem demnächst. Oh. Accepts. Achso, Trade. Okay, aber befreundet möchte keiner sein. Um.
Ja, so läuft das hier. Bald haben wir das erste Dorf. Und dann ist die Frage, wir könnten auch gehen, ich erforsche ja jetzt Sachen, wir könnten natürlich auch darauf gehen, wie immer quasi, okay, das finde ich nicht gut, wie immer, dann irgendwann auf Belagerungsgerät und den Gegner besiegen nach und nach. Das geht natürlich immer. Ist immer ein bisschen, oder ist allgemein ein bisschen langweilig. So ein 1000er Population Score ist schon, oder ein 1000er Score über Population und so weiter hinzukriegen, ist nicht so einfach. Ich sollte vielleicht mal die Spione einfach in irgendein Dorf, irgendwo weit, weit weg, alles sammeln. Dann kriegt die zählen nämlich mit zur Bevölkerung. Trotzdem. Der Maya-General war ja sehr hilfreich, ne? Hier haben wir nämlich auch Maya. Ja, du machst dir einfach mal doof. Weil es ja viele Mayas gibt überall. Auch hier. Dass ihr dann das Fort in Ruhe? Nein, natürlich nicht. Lasst mich doch bitte in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Hey. Jetzt müssen wir hier sagen, dass wir alle 50. Genau, und jetzt wäre das Allerbeste. Ein bisschen fort von dem Leuten das zu bringen, dass wir hier nicht unsere Wo schickt er die hin? Okay, ich dachte kurz, der greift mich an, macht er aber nicht. Nicht hier. Hier greifen die Hulks an, okay. Okay, ehrlich gesagt, so. Warum erklären Sie uns jetzt einen Krieg? Das finde ich nicht schön. Wir haben jetzt unsere ersten Dörfer hier, die Loyalität steigt. Okay. Mhm. Da brennt's, das sind keine Leute von uns. Was ja jetzt ein Forschungsturm wieder an neuen. Gut. Okay, langsam wird auch reinkommen in das Spiel hier. Ja, bitte in das Dorf. Jetzt müssten wir auch schon ein bisschen besseres Ranking haben. Ja. Wir haben ein besseres Militärranking als Blau, obwohl wir nur ein paar Generäle haben. Das ist interessant. Eigentlich wollte ich doch den Chinesen jetzt losschicken dahin, aber es wird wahrscheinlich nichts. Okay, wenn die das immer zerstören, ist vielleicht gar nicht so dumm immer. Nice, Ballista Mark 1. Wir haben noch ein bisschen Widerstand, das wäre die Frage. Wikinger, Japaner. Schickt man noch irgendwie jemanden rum? Beziehungsweise holt man sich jetzt noch. Man kann ja mal einen inbauen, das tut nicht weh. Ach, guck an, Frieden. Finde ich gut. So, gibt es einen Overall? Nee, aber wir haben jetzt schon 140 jetzt. Mal gucken, dass man dann nach und nach diesen Wikinger und Mayas, das heißt, wir könnten einen mal hier einen Leadership-Typen ausbilden, der dann General wird und den hier ablöst. Der hier dann fortbaut. Cool.
Wo ist der Typ hin? Den wir. Der Bautyp hin eigentlich. Keine Ahnung, wo der ist. Ist er gestorben? Das wäre irgendwie uncool. Haben wir den irgendwo hingeschickt? Vielleicht baue ich jetzt hier nochmal ein, dass wir unsere Gebäude ein bisschen repariert kriegen. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Ja, das vor zum Beispiel. Ansonsten bräuchten wir auch einen Bautyp dann da oben. Der 10 Widerstand, die dauern ewig, ne? Geben wir jetzt einfach mal Geld. Ich hoffe mal, dass sie uns nicht da angreifen, weil ich gerade hier zu tun habe. Die bekämpfen sich ja irgendwie alle gegenseitig. Das ist okay. Sollen sie machen. Na, hier noch ein Spion, kein Problem. Wir müssen jetzt gucken. Bitte, soweit wie es geht, weg davon. Tja, müssen wir jetzt so machen. Ah, das geht, solange die miteinander über Ecken verbunden sind, dann zählt das. Okay, von mir aus nehmen die ganzen Spione. Villages abandoned, surrendered. Ja, das war immer noch einer, von mir aus. Ceasefire. Und jetzt muss ich mal gucken. Wir brauchen noch einen Bauarbeiter. Hier, einen davon am besten. Nein, Food verkaufe ich nicht, obwohl kriege ich Geld. Ja, mache ich aber eigentlich nie. Direkt wieder Krieg erklärt. Diese Leute. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh. Alter, wenn wir die Mine jetzt kriegen, das wäre ein riesen Fortschritt für uns. Komm schon, komm schon, komm schon. Müssen wir die Leute dann da ein bisschen vorschicken. Das wäre richtig, das wäre der absolute Hit. Hier ein bisschen gucken wegen... Okay, das passt. Hier sinkt der Widerstand auch nach und nach. Hier sinkt es halt relativ langsam. Ja, geil. Haben wir. Glass War, Trade. Das könnte jetzt nach und nach ein bisschen schwierig werden, könnte man sagen. Uns dann an x Stellen parallel angreifen. Terminate Trade Treaty. Okay, solange du noch keinen Krieg erklärst, was aber nicht lange auf sich warten lassen wird. Okay, okay, okay. Das löst auf jeden Fall unsere Geldprobleme. Eigentlich wäre es doch schlauer, sowas zu machen. Die halten sich sogar relativ stabil, das ist gut. Das reicht. Du baust hier ein Fort. Du baust hier einen Marktplatz. Und was ist jetzt die 100 Sachen? Ja, du... Hier ein Dorf. Okay. Wird. Nach und nach wird es. Bauen wir jetzt auch einen Dingsbums. Sehr gut, sehr gut. Wo haben wir jetzt eigentlich noch Maya-Typen drin hier, ne?
Falsch. Stopp. Leadership. Jetzt müssen wir hier achten, dass wir überall... Okay, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir hier halt überall auf Kanone... Kanonenforschung ummünzen, weil Kanonen geil sind. Cool, ich hoffe, ich rede nicht zu leise hier. Ich prappel immer manchmal vor mich hin, wenn ich mich so konzentriere. Weil jetzt muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren. Ist ja die Frage, kriegen wir die auch noch umgesiedelt, dass die mit dem Marktplatz zu tun haben? Ja. Perfekt. Ja, hier alle da rein bitte. Sonst haben die hier mal gut mit sich selber auch zu tun. Die habe ich, genau, die habe ich. Die hat Krieg erklärt, okay. Jetzt wäre die Frage, ob wir nach und nach doch mal anfangen, Soldaten auszubilden. So mal unter uns. Ich habe eine Idee. Nehmen wir mal den Griechen raus und machen dann alle Griechen zu Soldaten. Okay, die lassen wir uns jetzt in Ruhe. Okay, die greifen sie irgendwie den General an, das möchte ich nicht. Deine Typ hat uns verraten, okay. Das war der eine Chinese, der keinen Platz so richtig hatte. Trotzdem jetzt immer mal in den Force nachgucken, nicht, dass hier irgendwo ein Typ ist, der nicht dahin soll. Die schicken wir dann alle zu dem Griechen und ein paar zum König, würde ich sagen. Okay, ich gucke halt immer, wo wollen sie angreifen, aber hoffentlich mehr sich gegenseitig als mich. Ich bin ja total unwichtig. Du baust mal noch eine Fabrik. Können wir machen. Oh Mann, ey. Die hören nicht auf, Krieg zu erklären. Wie sieht es eigentlich mit Ranking aus? 200. Ja, wir holen auf. Der eine hat schon 500 lila. Der könnte ein Problem darstellen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Bau du hier mal einen Fort. Genau, das war der Sinn, dass sie jetzt keine Leute mehr dort haben. Das sollte jetzt nach und nach mal auf Null sinken. Hier eigentlich auch. Genau deswegen muss man da immer aufpassen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen unsere Economy dann doch langsam mal ein bisschen steigen. Military Score. Das bist genau du, ne? Ja, okay. Reine Perserstadt. Ah, die wäre praktisch gewesen. Reine Wikingerstadt. Das probieren wir auch, da ranzukommen. Wird nicht leicht, aber wir probieren es. Beziehungsweise hier könnten wir sogar mal schon eine Kriegsfabrik.
die Frage, greifen wir jetzt Lila noch an oder wie gehen wir mit Lila um, ehrlich gesagt? Also die haben ja einen riesen Angriff im Gremium, nicht? Die haben so viele Force. Wir müssen gucken, dass wir hinterherbleiben mit den Dörfern, dass wir die Dörfer nach und nach eingenommen kriegen. Das wäre echt wichtig. So, du gehst damit rein, ne? Die hassen sich zwar alle, aber... Was soll man machen? Lilas? Wir sind mit Lila im Krieg? Ja. Gucken, wie das jetzt wird. Greifst du uns hier an? Will er zumindest. Okay, die haben das jetzt eingenommen. Schade. Da ist ein reiner Normannengeschichte da oben. Mal gucken, wie wir damit umgehen. Du gehst dahin. Ja, geil, wenn wir... Entweder einen normalen Anführer, ich weiß nicht, ist der hier? Ja. Destruction Research. Ist egal, du musst jetzt mal Anführer werden. Hier hin. Hast du vergessen? So, sind wir sonst jetzt irgendwo am Kämpfen? Ich bin hier total wieder überfordert, auch trotz dieser geringen Geschwindigkeit. So, jetzt haben wir hier. Fangen wir langsam an, mehr Sachen zu haben, als wir brauchen dort direkt. Das heißt, nice. Also wir können einen Marktplatz bauen. Jetzt müssen wir die Mais jetzt mal umsiedeln. Alle umsiedeln, besser gesagt. Dann hätten wir das. Okay. Mayas. Und so weiter und so fort. Das sinkt auf null. Den brauchen wir uns gar nicht weiter kümmern. Das ist gut. So. Was haben wir jetzt hier? Wir haben ja... Oh, reine Griechen. Hurtig, hurtig. Mal gucken, dass die Loyalität natürlich überall einigermaßen hinhaut. Mayas, Mayas, Mayas. Da hoch mit dir. Sind die trotzdem noch zufrieden? Ja. Ja, verhungern, blau verhungert anscheinend. Wie sieht es jetzt aus? Jetzt sind wir schon bei 300 noch was und die sind bei 600. Ah, das ist nicht gut. Frage mich, woher die das holen. Kriegen wir jetzt wenigstens auch ein bisschen Military Score mehr? Nicht sehr viel. Ich denke, dachte, wenn wir so ein paar Soldaten ausbilden, bringt uns das was, aber gucken, ob wir das jetzt überhaupt noch hinkriegen, ob wir das gelöst kriegen oder nicht. Bitte einen Marktplatz. Werden wir denn hier angegriffen? Achso. Ja. Jawohl. Jawohl. Lasst mich doch in Ruhe, bitte. Jawohl.
Okay, Konzentration. Nachgucken wegen irgendwelchen Spionen. Okay. Kriegen wir hier nach und nach die Leute zu uns. Das sollte demnächst auch gegessen sein. Ja, hier. Widerstand auch schon sehr niedrig. Ich fange jetzt nochmal an, nach und nach doch auch mal ein paar Sachen zu produzieren an Belagerungsgeräten. Bei der müssen wir ihn einfach angreifen, nur dass er halt nicht stärker wird. Lila ist es, das große Ziel. Gelb auch allerdings. Aber nach und nach. Überall und nirgends, ne? Also gucken, wie wir das jetzt so gelöst kriegen. Ach, ihr nervt. Nervt. Sehr gut. Müssen wir uns irgendwo kriechen? Ja, hier oben. Neues Dorf. Mayas hauptsächlich. Noch ein Dorf mit rein, ich sage mal rein, ausschließlich, das meine ich, ich bin hier nicht irgendwie rassistisch oder was, das ist der reine Normanne, nein, das sind einfach Leute, die ausschließlich aus einem Volk bestehen. Also zu dem Maya-Dorf komme ich jetzt nicht mehr rechtzeitig, das weiß ich jetzt schon, oder? Sollten wir es probieren? Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, also wir sind schon, wenn wir jetzt so ein paar Dörfer übernehmen, das geht dann Schlag auf Schlag, ne? Also wie sieht das mit Militär aus? Bringt uns das was? Ein bisschen. Das Training von Soldaten bringt uns ein bisschen was. Habe ich jetzt eigentlich eine Karawane nach oben geschickt? Ja. Gut. Die sehen aus, als wäre es kein Typ, kein Spion. Du schon. So. Was ist das hier? Oh, das war ja auch dieses Maya-Dorf und da unten auch. Wir müssen jetzt mal hier irgendjemanden. Wir müssen jetzt mal hier runterschicken. Das müssen wir probieren. Das Dorf muss uns langsam mal beitreten. Das ist ein Spion, mit Sicherheit. Egal. Die Leute hier noch ein bisschen trennen, dass sie sich nicht irgendwie hassen. Aus irgendwelchen Gründen. Wir könnten auch. Okay, wir könnten die auch. Oh. Hat sich gerade erledigt. Ich wollte gerade sagen, wir könnten aus denen auch Soldaten machen, aber das hat sich erledigt. Okay, okay. Dies geht auf 0. Jetzt schon wieder.
Jawel. Jawel. Das ist knapp, ne? Also Lila ist ein echtes Problem. Okay, das unten nehmen sie gerade ein, aber das könnten wir gucken. Hier irgendwie noch ein paar Typen übrig? Ja, du. Geh mal hinten und baue mal noch sowas. Declares war, has been uncovered. Okay, neue Dörfer, Fragezeichen. Griechen. Griechen, Griechen, Griechen. Wie viel Leadership hast du mittlerweile? Nicht so viel. Der Grieche ist außerdem hier oben, das ist nicht gut. Chinesen hatten wir mal einen. Maya ist unterwegs, ne? Tja, dann können wir das Dorf auch vergessen. Nicht gut. Das dauert hier auch schon viel zu lange, mal unter uns. Ja. Ready. Greifst du uns schon wieder an? So, jetzt haben wir hier schon ein paar Sachen. Also ich weiß nicht, das wird... Ah. Okay, also Braun wird gerade besiegt. Hoffen wir, dass er keinem großen anderen Herrscher dann die Treue schwört. Das wäre nicht gut. Neues Dorf, Chinese. Ah. Wir brauchen Ins, möglichst viele... Ins jetzt. Um einen chinesischen Anführer zu kriegen. Vielleicht surrendert er auch zu uns. Das wäre ja cool. Ehrlich gesagt. Also wie ihr seht, mein Weg ist jetzt ohne kriegerische Auseinandersetzung einfach durch Bevölkerungsmaximierung und so weiter ans Ziel zu kommen. Brauchen wir da einen Bautypi? Haben wir irgendwo einen Bautypi übrig? Wenn nicht, machen wir einen. Ich hasse dich. Einmal nicht aufgepasst und schon ist man seinen treuen Maya-Fuzzi los. Das ist ja der Vorteil, wenn man Soldaten in den Forts drin hat, dann kann sowas nicht passieren. Okay, 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 wir beruhigen uns. Wir brauchen einen chinesischen Anführer. Möglichst schnell. Möglichst gut. So, die haben jetzt Probleme mit Lebensmitteln anscheinend. Oh, wir holen auf. Wir holen auf. Das sieht doch sehr gut aus. Hier ist ein Dorf entstanden. Ne, das sind Rebellen. Wir brauchen immer noch einen chinesischen Anführer. Come on. Ich
lange nicht viel. Vielleicht schon, aber eigentlich verlange ich nicht viel. Oh, die sind nicht von dem beeinflusst. Das ist nicht gut. Maya ist wieder. Wir haben keinen guten Maya-Anführer mehr. Der wurde uns leider ermordet. Der wurde uns leider gemeuchelt, sozusagen. Genau, ihr könnt gut Krieg gegeneinander führen, das finde ich okay. Declares War, okay. Ich hoffe, das bringt uns jetzt nicht Probleme bei anderen. Leuten, aber dann gehört uns wenigstens mal endlich dieses Dorf. Okay, die haben uns kurze Überforderung. Wir brauchen einen Bautypen. Möglichst schnell hier, um eine Mine zu bauen. Und dann gucken wir weiter. Okay, die haben jetzt Dorf verlassen, meinetwegen. Gucken nur, das waren die Spione, die ja Dorf verlassen haben. Gucken, dass wir... Oh, Wikinger, Wikinger. Tja, keine Ahnung, du gehst dahin, meinetwegen. Ja. Jawohl. Ja. Jawohl. Hier, schnell, ein vor. Lasst meine Leute in Ruhe, bitte. Okay, da kümmere ich mich gleich drum. Ich mache mal kurz ein bisschen langsamer, weil es mich hier schon wieder ein bisschen überfordert. Ich muss jetzt auch die Forschung ändern. Muss ich nicht, aber die Leute sind glücklicher, wenn sie was zu tun haben. Müssen wir jetzt mal irgendwie einen chinesischen Anführer hier rankriegen. Kann doch nicht sein. Das muss doch möglich sein. 700. Ja, wir haben jetzt alle überholt. Wir müssen jetzt nur noch dranbleiben. Geht auf 8, den geben wir dann Geld am Ende und dann gehorchen sie uns schon. Das läuft. Hier ist auch ein reines Wikingerdorf. Da gab es schon wieder einen Spion. Sie ist frei, können wir machen. Hier unten.
brauchen jetzt irgendeinen Anführer. Geht jetzt einfach mal dahin. Die sind uns beigetreten. Wo sind denn die? Hier ist der und hier ist der. Was wollt ihr angreifen, ja? Hört nicht so, wenn ich das vorangreifen. Das ist gut, dass ihr das nicht wollt. Okay, wir beruhigen uns. Ceasefire, können wir machen. Jetzt bin ich hier noch gerade am Aufschütteln der Leute. Ja, tut mir leid, dass ich nicht so viel rede. Ich bin hier gerade immer noch hochkonzentriert. Und das Spiel braucht halt ganz schön viel Kopfarbeit. Das ist eigentlich, dann habe ich mitgekriegt, der Grund, warum ich eigentlich rundenbasierte Spiele mehr mag, auch zum Zeigen, weil da hat man immer ein bisschen mehr Zeit, seine Sachen zu erklären, was man dann hier gerade macht und warum, wieso überhaupt. Komm, lass mich in Ruhe, danke. In die Festung gucken, nicht dass hier irgendwie sich doch wieder ein Spion irgendwo eingemischt hat. Komm, beeil dich, wir brauchen jetzt einen Bauarbeiter. Oh, und hier auch. Das ist der letzte Stoß, den wir brauchen. Mine ist das letzte, was wir brauchen. Geil. Damit kriegen wir auf jeden Fall ordentlich nochmal Geld rein. Okay, das Dorf kriegen wir leider nicht. Oh, hier ist nochmal ein Normannendorf. Von mir aus, die paar Leute können da gerne behaben. Das sind eh alles nur Spione. Oder Leute, die ich schon mal übernommen hatte. Oh, die sind jetzt nicht mehr für uns. Na gut. Können wir machen. Hier ist richtig viel los gerade. Der Typ ist unterwegs, das passt. Release Fire, kann man machen. Und Ranking. Yes, gleich haben wir es. 930. Die anderen haben zwar auch ganz schön aufgeholt, aber... So, jetzt muss man gucken. Hier wird nur untereinander gekämpft, nicht sonstige Sachen. So, jetzt hier ein. Dahin geht und dort dann das Eisen mitnimmt. Genau, perfekt. Das müsste uns jetzt economy-mäßig jetzt den letzten Schub verpassen. Beziehungsweise könnten wir auch dieses Dorf gleich übernehmen. Sieht gut aus. Ja, das sollte es jetzt sein. Wenn ich das Dorf übernommen habe, sollte es eigentlich gewesen sein. Wenn das nächste Mal das Ranking aktualisiert. Ready,
Die müssten wir dann noch verteilen. Was greifst du an? Die Festung oder? Die Festung wollen die angreifen. Okay. Nee, haben wir nicht. Rebellieren von mir aus. Was mit unserem Ranking? Ja, 1100. Nee. Ach, nehmen die dieses Ranking? Warum haben wir jetzt so viel verloren mit einmal? Hatten die auch. Ach, ich habe immer hier geguckt, oder? Na gut, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ägypter. Oh, Wikinger. Wikinger haben wir immer noch einen Typen dabei. Einen ziemlich coolen Typen. Also müssen wir doch noch ein bisschen. Uns kümmern. Katapult Mark 3, das geht ja jetzt hier wie Plätze backen. Oh. Geht auf 0 runter und dann hier. Hier gab es Wikinger. Okay. Ja, mal kriechen. Oh. So, Leute, ihr habt jetzt eine weite Reise vor euch. Okay, ich dachte, ich hatte es schon, aber ich bin bei 800. 840, ich bin weit vorne eigentlich. Okay, dieses Erdbeben könnte jetzt dafür gesorgt haben, dass wir wieder ein bisschen weiter hinten stehen. Gebäude zerstört. Wurden irgendwelche Gebäude zerstört? Sieht nicht so aus, ne? Ansonsten sind wir jetzt fröhlich am Handeln hier, ehrlich gesagt. Sehr gut, sehr gut. Genau, ein paar Belagerungswaffen bauen wir jetzt immer noch, das ist gut.
Wieder mal in die Festung reingucken. Nichts. Du bist ein Spion. Das sind nervige Leute. Vorm Herrn. Nein. Stopp. Rüber. Können es probieren. Der General braucht eine Weile oder was? Dann bau du doch schon mal die Festung. So, das sind alles nur Karawanen, das ist gut. Möchte der mich unbedingt nerven? Einfach nur, weil er hier steht? Kanonen, den ganzen Tag. So, oh, hier haben wir noch, wer sind die? Die Araber, ne? Eigentlich sind es die Araber. Das Fort müssen wir jetzt mal reparieren langsam. Ich weiß gut, wenn wir das mal ein bisschen forcieren. Okay, hier möchte mal wieder jemand nerven. Hey, Shogun. Okay. Mehr als zwei reicht eigentlich, also mehr als zwei brauchen wir eigentlich nicht. Noch neue Dörfer, nur dieses, weiß gar nicht, wie sie heißen. Die Typen. Mogul, jetzt habe ich's. Genau du. Die Moguls. Du sollst natürlich nicht kämpfen. Mal gucken wegen Geld. Arbeiten mal jetzt langsam hier Leute für mich. Okay. Warum sind jetzt plötzlich auch 5 Meyers hier? So, wie sieht jetzt unser Ranking aus? Es müsste langsam, ja, 819. Wird doch. Kämpfen wir irgendwo? Nein. Willst du etwa dieses Fort angreifen? Nein, du möchtest sonst wohin gehen, das ist okay. Greifen irgendwelche Leute an, meinetwegen. So, bevor wir jetzt gucken, tippieren wir mal dieses Ceasefire und gucken, wer uns hier angreift. Das ist nicht gut. Jetzt lass uns in Ruhe. Akzeptieren. Handeln können wir auch. Handeln können wir. Building ist wieder da. Okay. Das sinkt. Das sinkt auch. Friendly können wir machen.
Kein Krieg, neues Dorf, wieder Ägypter. Da haben wir gerade mit dem anderen Dorf zu tun. Können wir machen. Hier kümmern wir uns, dass wir das Dorf auf jeden Fall kriegen vor ihm. Und dann müsste es eigentlich jetzt wirklich langsam mal gelaufen sein. Ja, 900. Das ist alles über Population, ne? Also, oder ja. Population, also Einwohner und Economy, Wirtschaft. 53, so jetzt nochmal. Nicht, dass uns jetzt auf letzten Metern noch ein General verlässt. Wäre unschön. Oder der König irgendwie ermordet wird. Alles schon passiert. Sehr, sehr gut. Das müsste eigentlich jetzt damit gegessen sein, dachte ich. Also diesmal wirklich. Nicht wie vorher. Ja. Oh, schön. Also wenig Kampf, viele Leute sozusagen. Weil wenn man nicht kämpft, verliert man keine Leute. Sieht man jetzt hier auch, wir haben eigentlich gar nicht gekämpft, also ich hoffe, das war es nicht zu langweilig für euch. Aber es ist halt ganz schön anstrengend, da den Überblick zu behalten, jetzt wer wo ist, wo man gerade verteidigen kann, wo welche Dörfer sind. Also da geht es darum, wirklich zu gucken, neues Dorf ist da, nehmen und dann auch schnell zu sein, wenn es um Ressourcen geht. Also wir hatten zweimal Glück und zweimal Pech, glaube ich, mit freien Ressourcen. Und das hat dann gereicht, um unserem Wirtschaftswertung so hoch zu prügeln. Also ihr seht, die Hälfte von den 1000 Punkten sind Einwohner und dann 400 nochmal Wirtschaft. Einiges auch an ein bisschen Militär, also wenn man die ausbildet und ein bisschen hinterher bleibt, kriegt man auch ein bisschen Militär-Score. Ja, an der Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge von Max Plays Age of Wonders, sag ich schon. Age of Wonders gibt es natürlich auch immer, aber Max Plays Seven Kingdoms. Bis dahin, ciao, ciao.